Hallo, guten Morgen zum Cinema Newsflash. Ja, die News des Tages. Obi-Wan bekommt endlich einen eigenen Film. Also Obi-Wan Kenobi aus dem Star Wars-Universum. Nachdem Han Solo jetzt ja einen Standalone-Film bekommt, soll es also auch Obi-Wan treffen im positiven Sinne. Denn darauf habe ich ehrlicherweise schon lange gewartet. Yoda und Boba Fett sind ja auch noch im Gespräch für einen eigenen Film. Kommen wir aber jetzt erstmal zu Obi-Wan Kenobi. Tja, Stephen Daldry soll die Regie übernehmen. Das Ganze befindet sich in einer wirklich ganz, ganz frühen Phase der Produktion. Da gibt es jetzt erste Gespräche über die Ausrichtung. Stephen Daldry, das ist ein sehr interessanter Mann, denn der ist eigentlich nicht bekannt für richtige Blockbuster, sondern für sehr, sehr anspruchsvolle Filme. Wurde für 3 Oscars nominiert, hat Filme gedreht wie The Hours, Billy Elliot, hat The Crown auch inszeniert, also die TV-Serie und auch Der Vorleser. Und der würde dem Ganzen sicherlich eine ganz neue Komponente verleihen. Also weg wahrscheinlich von diesem Bombast, von dem Star Wars Bombast, der auch sein muss. Aber auch so ein bisschen die philosophische Komponente von Obi-Wan so ein bisschen beleuchten. Wer die Hauptrolle spielen wird, das ist nicht bekannt. Ja, wir hoffen in der Redaktion ja immer noch auf Ewan McGregor, der ja den Jedi-Meister das erste Mal in die dunkle Bedrohung 1999 verkörpert hat. Und der auch gesagt hat, also er hätte Lust zurückzukommen. Na gut, was soll er auch anderes sagen, wer würde da nicht Lust zu haben. Er sagte, zwischen Episode 3, also zwischen dem Abschluss der Prequel-Trilogie von George Lucas und Episode 4 der Haupttrilogie, da gibt es noch genug Stoff zu erzählen. Wir erinnern uns, in Episode 4, da hat Anakin hat Luke Skywalker ja Obi-Wan dann auf Tatooine gefunden, nachdem der dort 19 Jahre lang gelebt hat. Und eigentlich ist es mal interessant zu sehen, was ist denn in diesen 19 Jahren passiert oder warum ist er nach Tatooine geflüchtet und warum ausgerechnet Tatooine. Und das zu beleuchten, das wäre schon ziemlich cool und da würde Ewan McGregor auch vom Alter her dann wieder passen, weil so eine Origin-Story wie jetzt bei Han Solo, also die Anfänge des jungen Obi-Wan wieder zu erzählen, fände ich doch ziemlich mau und einfallslos. Ich finde es ganz gut, wenn es in das ganze Star-Wars-Universum eingebettet ist. Und das hat ja bei Rogue One auch schon sehr, sehr gut funktioniert. Also wir dürfen gespannt sein, wie das Ganze weitergeht. Die zweite Geschichte heute, Galaxy Quest. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den Film erinnert, das war eine Star Trek Parodie auch von 1999 mit Tim Allen, Alan Rickman und Sigourney Weaver und Sam Rockwell in den Hauptrollen. Da ging es um abgehaltete TV-Stars einer Science-Fiction-Serie, die mittlerweile schon lange abgesetzt wurde und die tingeln über Fan-Convention. Und ja, und plötzlich geraten sie in einen kosmischen Konflikt, also müssen quasi die Rollen, die sie in der TV-Serie gespielt haben, dann einnehmen, ohne dass sie wirklich Ahnung haben, was sie tun. Das war ziemlich launig, das war ziemlich witzig, das war ja auch zur Hochzeit eigentlich von Tim Allen. Hier haben wir natürlich Tooltime, als bei Hör mal, wer da hämmert. Ja, und jetzt soll das wohl wieder gemacht werden als TV-Serie, wo natürlich bei Netflix. Wer da genau mit wieder bei sein wird, das ist noch nicht bekannt. Es gibt auch wieder die ersten Besprechungen, aber ich denke, Tim Allen wird wieder mit von der Partie sein und vielleicht auch Sigourney Weaver, das würde mich sehr, sehr freuen. Alan Rickman ist ja leider verstorben, der kann also nicht mehr mit von der Partie sein, sehr, sehr schade, aber mal gucken, wen sie dann dafür ans Boot holen, als diesen mürrischen Mr. Spock-Ersatz, Galaxy Quest. Ja, war schon eine sehr, sehr gute Star Trek und Star Wars Parodie seinerzeit, eher Star Trek als Star Wars, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mal gucken, wie das Ganze dann als TV-Serie aussieht. Ja, und dann haben wir noch eine News von Guillermo del Toro, kennen wir ja, Pan's Labyrinth Regisseur und Pacific Rim und natürlich auch Hellboy. Und dessen nächstes Projekt soll den Gerüchten zufolge Die Fantastische Reise sein, ein Remake des gleichnamigen Films von 1966. Dann ging es ja um eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich auf Atomgröße schrumpfen ließen, um dann in den Körper eines russischen Wissenschaftlers injiziert zu werden, um dort eine gefährliche Operation durchzuführen. Das ist dann schon eher Blockbuster-Kino, sehr aufwendig. Das Thema wurde ja auch schon mal in die Reise ins Ich aufgenommen. Und da bin ich mal gespannt, weil Guillermo del Toro ist doch ein sehr visionärer Filmemacher und geht ja nicht auf Nummer sicher und spult immer Schema F ab, sondern der hat immer noch neue Drehs und vor allen Dingen hat er, was Tricktechnik angeht, wirklich, finde ich, immer ziemlich kreative Ansätze und haut und er schlägt uns nicht mit irgendwelchen zerstörten Häuserwelten oder sowas. Und gerade wenn er im Inneren des Körpers
ja, da rumdreht, würde ich mal sagen, oder das Ganze visualisiert, das kann schon was ziemlich, ziemlich Großes werden. Also die fantastische Reihe, Fantastic Voyage im Englischen. Bin mal gespannt. Ein Drehstart, es gibt es auch wohl auch schon im Januar in Toronto und Kanada. Aber offizielle Bestätigung, ob Del Toro das so macht, gibt es noch nicht. Aber die Zeichen stehen auf jeden Fall gut dafür. Ja, das war's dann schon. Ich möchte euch dann noch mit einem netten Song in das Wochenende entlassen, einem Soundtrack-Song, Loveful von den Cardigans. Der war ja in Baz Luhrmanns Romeo und Julia, wurde ja unter anderem verwendet. Das ist ein schöner Easy-Listening-Song, wenn ihr den auf dem Weg von der Arbeit nach Hause hört, dann läutet ihr das Wochenende ziemlich gut ein. Der ist sehr leichtfüßig, der ist sehr schmissig und geht direkt in die Beine und ins Ohr. Bin ich heute mit hingefahren, hat mir doch wieder so einen schönen, schönen Push gegeben. Und wenn ich nach Hause fahre, läuft er auch wieder. Also, Loveful Cardigans, setzt ihn mal auf eure Playlist oder entdeckt ihn wieder. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns Montag wieder. Macht was aus dem Wochenende. Genießt die Zeit mit Freunden, Familien und den Liebsten. Wir sehen uns Montag wieder. Bis dann. Tschüss.